Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns im Sazawai Kloster und unsere Aufgabe ist es, Pius aufzuspüren und ihn entweder zu töten oder auszuliefern. Natürlich sollten wir Herrn Razzis Befehl folgen, das bedeutet, wir werden ihn ausliefern, aber er weiß ja nie, was so passieren wird. Also, wir sind jetzt aufgestanden, 4 Uhr beginnt unser Klosteralltag. Jo, wir haben jetzt kurz vor 4, 20 vor 4 etwa. Ist ja gut. Und wir müssen Novize Konstantin, hier der, warte mal, wie heißt der? Der Antonius, genau. Der glaubt, Joachim könnte Pius sein. Wo ist denn der Joachim? Die heißen alle nur Mönch. Das bedeutet, das sind keine questträchtigen NPCs. Lukas Antonius. Warte mal. Antonius hat gemeint, Joachim könnte Pius sein. Wir suchen also Joachim. Joachim. Kein Joachim. Hier könnte ich raus. Who is. Nee, wer ist Joachim? Ist Joachim hier? No. Doch da. Lass doch mal kurz mit ihm schnacken. Scheiße, hau ab! Okay, er will noch nicht schnacken. Okay, aber falls ihr euch an das Video erinnern könnt, beziehungsweise die Zwischensequenz, die Cinematic-Zwischensequenz. Da hat der eine mit den schwarzen Haaren. Ich glaube, du warst's nicht, Konstantin. Wer war das denn? Der hatte schwarze Haare. Da muss es ja Lukas gewesen sein. Ich meine, Lukas war's. Der hat so unter sich geguckt, ne? If you know what I mean, Kollege, du liegst falsch rum. Bruder Bibliothekar. Ist ja ein toller Name. Begib dich für Gebet und Messe in die Kirche. Alles klar. Aufwachen, Jungs. Aufwachen. Wach werden. So. Haben wir jetzt genau 4 Uhr? Tatsache. 4 Uhr. Zeit fürs Gebet. Hominis Patris. Domino van Meinst du zum Domino. Gebet? Omino van Domino. Ich schlage dich zu Domino. Dick, 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 dick. Also ich habe schon diesen langsam G-Modus aktiviert und die sind trotzdem noch so langsam. Was guckst du denn alles nach oben, ey? Sieht aus, als würde ich auf so einen Eierkarton gucken. Pass besser auf, Bruder. Die ganzen Menschen, die rasieren sich natürlich alle die Haare so geil. Warum so in Eile? Warum so in Eile? Guck mal, wie langsam ich hier gehe. Oh, 4 Uhr morgens. Zeit fürs Gebet. Da ist doch schon einer. Hier muss ich mich hinstellen. Na gut. Weil wir müssen ja den Tagesablauf befolgen. Und der Tagesablauf sieht vor. Beten. Warte mal. Gott, da. 3 Uhr morgens Tagesbeginn, 4 Uhr morgens Morgengebet. Dann hätten wir theoretisch Pass besser Zeit auf, Bruder. von 6 bis 8 Uhr Schön langsam, mit Bruder. Joachim zu reden, weil 8 Uhr morgens arbeiten in der Werkstatt. Ne? Und dann haben wir erst 6 Uhr abends. Ab 6 Uhr abends haben wir dann wieder Zeit. Langsam, Bruder. Pass auf, wo du hin. Schön langsam.
Okay, das wird mir jetzt so blöd, ehrlich zu sein. Das scheinbar ist kein günstiger Zeitpunkt für Fragen. Okay, ich wollte gerade sagen, scheinbar kann ich ja doch hier rumlaufen, aber na gut. Oh, kann ich das nicht überspringen? Scheinbar nicht. Eine Ewigkeit später. Okay, ist jetzt vorbei. Schön langsam, Bruder. Er geht. Ich glaube, es ist vorbei. Bis wann soll das gehen? Bis 6? Na gut, das kann man jetzt noch warten. Ich will doch einfach nur mit Joachim reden. Oder mit Pius oder mit wem auch immer. So groß, so viele können es ja nicht sein. Was dann eigentlich? Warte mal. 1, 2, 3. Wie viele Novizen gibt's? Gab's nicht 5 mit mir? Antonius. Pass auf, wo du hingehst. Lukas. Joachim. Warte mal. Nee. Vielleicht verwechsel ich das nur wegen Pius. Wir halten gerade eine... Ja, du vielleicht. Guck mal, ein paar sind doch schon fertig. Oh. Also ich weiß nicht, ob ein Novize fehlt. Waren es wirklich nur wir 4? Ich habe die letzte Folge halt nicht mehr so gut im Kopf. Es waren 4 oder mit uns 4. Aha. Haben wir jetzt wahrscheinlich 6 Uhr? Ja, wir haben jetzt 6 Uhr. Komm, werd fertig, Joachim. Mach ihn, jetzt! Schön langsam, Bruder. Also. Nicht jetzt, Bruder. Nach der Messe. Ach, du bist doch fertig. Pass auf, wo du hingehst. Pass besser auf, Bruder. Grüß dich, Bruder. Ich bin Gregor, der Neue hier. Sei gegrüßt, Bruder. Ich bin Joachim, der Älteste der Novizen. Ich hoffe, es gefällt dir hier im Kloster und du bekommst hier keinen Ärger. Ärger? Du bist jung, womöglich unmäßig. Könntest schnell vom rechten Weg abkommen. Ich rate dir, die älteren Mönche kennenzulernen. Man kann nie wissen, wann einem das zustatten kommt. Er sagt, er ist der Älteste, das heißt... Das würde schon mal nett dafür sprechen, das erstes, oder? Erzähl mir von den anderen Novizen. Weißt du etwas über Antonius? Nur, dass er freiwillig ins Kloster eintrat, weil er nicht im Laden seines Vaters arbeiten wollte. Antonius ist in Ordnung. Man kann sich auf ihn verlassen. Er ist kein Verräter. Er hilft, wo er kann. Das kann man von manch anderem Bruder nicht sagen. Hör mal, ich muss dir etwas sagen. Im Kloster hält sich ein gefährlicher Verbrecher auf. Und ich bin auf der Suche nach ihm. Ha! Ich wusste, er ist ein Halunke. Aber wer bist du? Oh, ich sollte lieber nicht fragen, oder? Das ist sicherer. Genau. Wer ist ein Halunke? Dieser Konstantin. Ich fand ihn schon immer sonderbar, aber nun ergibt alles einen Sinn. Er ist gottlos und bestimmt ein Schurke. Was genau meinst du damit? Du weißt doch etwas über ihn. Ich sage dir, behalte ihn im Auge. Er ist kein Mönch, ich hab's im Gefühl. Und mein Gefühl trügt mich nie. Was tust du mit dem Kerl, wenn du ihn gefunden hast? Weiß ich noch nicht. Du solltest mit den Zirkatoren oder dem Prior sprechen und nicht allein handeln. Würdest du mir etwas von dir erzählen? Würde ich, wenn es etwas zu erzählen gäbe. Aber ich bin nur der Sohn eines Gutsbesitzers, der Mönch wurde.
Nichts in meiner Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft könnte interessant sein. Warum bist du ins Kloster eingetreten? Weil es besser war, als in Armut zu leben. Als jüngster Sohn konnte ich meines Vaters Ländereien nicht erben. Aber er war gütig und verkaufte ein paar Kühe, um mich herschicken zu können. Und weißt du was? Mir gefällt es hier. Ist doch allemal besser, als im Mist zu stochern. Wir sollten nicht gerade den erstbesten verdächtigen. Zumal er der Älteste ist, wie er gesagt hat. Und der andere, den wir suchen, der ist ja relativ kürzlich erst eingetreten und auf keinen Fall der Älteste. Von daher, ja, gucken wir erst nochmal nach Konstantin. Das war doch der, der uns zu ihm geschickt hat, oder? Ne, warte mal, Antonius hat uns zu ihm geschickt. Antonius glaubt, dass Joachim es ist und Joachim sagt, Konstantin ist es. Okay, Konzi. Warum so in Eile? Warum so in Eile? Du schleichst hier rum, ey. Schön langsam, Bruder. Alles ganz chillig. Da geht's nicht lang. Ah, hier ist der Speisesaal. Bist du Lukas? In seinem Handeln zeige er, was er seine Jünger lehrt, dass man nicht tun darf, was mit dem Gebot Gottes unvereinbar ist. Sonst ich heiße Gregor, ich bin Novize. Du kannst mich Konstantin nennen. Bist du freiwillig hier oder wurdest du bestraft? Obwohl, es spielt keine Rolle. Willkommen im Fegefeuer. Sagtest du Fegefeuer? Das wirst du noch früh genug rausfinden. Ja, er ist auf jeden Fall von seinem Auftreten her schon mal verdächtiger. Würdest du mir ein bisschen von dir erzählen? Nimm's mir nicht übel, aber ich rede nicht gern über meine Vergangenheit. Verheimlichst du mir womöglich etwas? Warum willst du mir nichts über dich erzählen? Eine elende Vergangenheit, die ich lieber vergessen würde. Ich denke ungern an das, was ich verlor, als sie mich herschickten. Außerdem hasse ich die Frage. Bist du wirklich der Sohn des berühmten Smil Flaschka von Pardubitz? Ich war reich und hatte alles. Aber dann spürte mein Vater sein Ende nahen und beschloss, einen seiner Söhne ins Kloster zu schicken. Weil ich der Jüngste bin, fiel das Los auf mich. Sie sagten, ich hätte keinen Sinn für die Verwaltung des Familienbesitzes. Stell dir nur vor, ich, in einem Kloster. Ich steckte zu Hause ein, was ich konnte, damit ich hier nicht aufgeschmissen bin. Du hättest nicht herkommen müssen, wenn du nicht wolltest. Nicht, wenn ich am Stadttor hätte betteln gehen wollen. Ich hatte die Wahl. Entweder das Kloster oder gar nichts. Wäre es erst nach dem Tod meines Vaters so gekommen, hätte ich es verstanden. Aber so? Sie müssen den Diebstahl doch bemerkt haben. Ich spendete dem Kloster etwas Geld, als ich ankam, um meinen Geschwistern eins auszuwischen. Ich sehe sie schon mit dem Abt streiten, damit er es wieder herausrückt. Und das restliche Geld hast du versteckt? So ist es. Was willst du mit deinem Schatz tun? Ich will hier weg, sobald ich kann. Ich warte noch ein, zwei Jahre, bis meine hitzköpfigen Brüder sich beruhigt haben. Schnappe mir das Silber und gehe weit, weit weg von hier. Mehr wollte ich nicht wissen. Bitte behalte all das für dich. Besonders die Sache mit dem Geld. Ich habe jetzt die Quest Finde Pius oben abgeschlossen, aber ich weiß immer noch nicht, wer es ist. Und so meinen wir durch folgende Verfügung die Zeit für beides ordnen zu können. Von Ostern bis zum 1. Oktober verrichten Sie. Ich wüsste gerne, was du über die anderen Novizen denkst. Erzähl mir von Antonius. Wenn ich dir jemanden als Freund empfehlen würde, abgesehen von mir selbst, wäre es Antonius. Er ist eine ruhige Seele. Und man kann gut mit ihm reden. Außerdem ist auf ihn stets Verlass. Joachim interessiert mich. Ach ja? Er ist eine miese Ratte, die einen für alles verpfeift. Wäre er nicht hier, würde ich mein Leben darauf verwetten, dass er ein Kumanenspitzel wäre, der sich für ein paar Groschen bückt. Das klingt nicht besonders schmeichelnd. Sollte es auch nicht. Egal was du tust, hüte dich vor ihm. Er behält jeden im Auge und würde dich selbst für den kleinsten Fehltritt verpfeifen.
Da habe ich einen Game Ready Treiber. Das wäre alles. Danke. Hoffentlich bleibt er jetzt nicht für immer. Nein, gut. Okay, also er sagt auch Joachim. Ich würde immer noch gern mehr über dein Versteck erfahren. Ist keine große Sache. Hin und wieder lese ich während der Messe. Sonst bleibt dafür keine Zeit, jedenfalls nicht für Bücher, die ich mag. Und das Versteck habe ich nur, damit niemand mein Buch findet. Was für ein Buch ist es? Ich fand es in der Klosterbibliothek. Es stand im falschen Regal und ich nahm es mit, um es später zu lesen. Es ist das Necronomicon. Geister, Dämonen und Beschwörungen jenseits unserer Welt. Das Buch ist in einer seltsamen Sprache geschrieben, die ich kaum verstehe. Immer nur Barra hier und Barra dort. Wer weiß, was das bedeutet? Ich habe die Silben gezählt und die Wörter rückwärts gelesen, aber ich komme auf keinen grünen Zweig. Oh. Ich bin nicht sicher, was der Prior oder der Zirkator zu einem solchen Buch sagen würde. Oder sonst jemand. Es klingt äußerst verboten. Pah, Vorurteile. Aber du hast recht, es ist verboten. Nur ohne Grund. Hat Wissen den Menschen denn je geschadet? Nekro, was? Du hast recht. Wissensdurst sollte niemals verboten sein. Ich bin froh, dass du es genauso siehst. Schau dir das Buch doch selbst an. Vielleicht kannst du mehr damit anfangen. Ich verstehe keine einzige Silbe. Nur bitte sag niemandem etwas davon. Wenn die anderen erfahren, dass ich das Buch genommen habe, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Wissensdurst ängstigt unsere Mitbrüder nämlich. Ist mir ohnehin ziemlich egal. Ich muss dir etwas sagen. Etwas, das du nur ungern hören wirst. Ich bin hier, weil ich jemanden suche, um ihn zu beseitigen. Sei versichert, es wäre kein Mord. Nicht bei einem wie ihm. Er ist einer der Schurken, die Neuhof niederbrannten. Er hat den Tod verdient. Was tut er hier? Und wer bist du? Man nennt ihn Pius, weil er früher einmal Pfarrer war. Als er herausfand, dass man ihm auf den Fersen ist, verkroch er sich hier und entkam so dem Gesetz. Ich wurde hergeschickt, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Er ist einer der Novizen. Wir haben also einen Verbrecher und einen Vollstrecker in unserer Mitte. Dieser Ort ist aufregender, als ich dachte. Weißt du, wer es ist? Das ist es, ja. Also ich habe jetzt zwei Leute zu Joachim geschickt. Halte ich aber für unsinnig, weil er ja der Älteste ist. Nein, aber ich hoffe, ich komme ihm bald auf die Schliche. Falls du irgendeinen Hinweis findest. Ich schwöre, ich weiß nichts. Nur, dass ich nicht der bin, nach dem du suchst. Ich verdächtige Joachim. Weißt du, das könnte sehr wohl sein. Joachim ist eine verlogene Ratte. Ich glaube, er ist zu allem fähig. Vielleicht ist es Antonius. Antonius? Nein, er ist ein feiner Kerl. Obwohl man nie weiß, was sich wirklich unter der Haut eines Menschen verbirgt. Siehst du, wie schwierig es ist? Es könnte jeder und doch niemand Bestimmtes sein. Vielleicht bist du es. Wie kommst du nur darauf? Heilige Pflichten zu vernachlässigen, macht mich doch nicht zu einem Schurken. Wohl wahr. Ich sage nichts mehr. Und du solltest ebenfalls kein Wort darüber verlieren. Aber du sprichst von einem Mord im Kloster. Das sollte ich wirklich melden. Willst du das wirklich tun? Glaube ich irgendwie nicht. Du hast recht. Ich behalte es für mich. Ich habe schon genug Schwierigkeiten. Außerdem will ich ohnehin in einem Jahr oder so verschwinden. Also was kümmert mich schon das Schicksal dieses Klosters? Danke, Konstantin. Ich weiß das zu schätzen. Also ich glaube, es ist Konstantin. Aber mit Lukas haben wir halt noch gar nicht geredet. Bruder Konstantin, er glaubt Joachim. Ach, nochmal mit Lukas reden. Ich bin Gregor, ein Novize. Ich sah dich bei der Zeremonie. Ich weiß.
Du warst schwer zu übersehen. Und du bist? Novize Lukas. Sei mir nicht böse, aber ich möchte nicht mit dir sprechen. Allein fühle ich mich am wohlsten. Ich wüsste gerne mehr über die anderen Novizen. Ich weiß nicht viel, aber frag ruhig. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Nicht viel. Kenne ihn nicht. Im Grunde weiß ich fast nichts über ihn. Außer, dass er es mit Regeln nicht so genau nimmt. Weißt du etwas über Joachim? Nein. Er mag mich nicht, aber er versteht sich sehr gut mit den Zirkatoren. Das ist alles. Erzähl mir von Antonius. Würde ich gern, aber da gibt es nichts zu sagen. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen oder nach ihm gefragt. Das heißt, er, also Lukas, kommt mir recht neu hier vor. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Es gibt nichts zu erzählen. Ich meine, woher du kommst und welches Leben du vor dem Kloster hattest. Ich bin Novize und mein Name ist jetzt Lukas. Das ist alles, was zählt. Komm schon. Gibt es wirklich nichts, das du mir sagen kannst? Doch, schon, aber ich will nicht. Tut mir leid, ich will mich auf die Arbeit und das Gebet konzentrieren, statt auf den, der ich einst war. Was war, ist unwichtig. Wir legen unsere Vergangenheit ab, sobald wir durch die Klosterpforte treten und unseren Eid ablegen. Vergiss das nie. Kranken oder empfindlichen Brüdern werde eine passende Beschäftigung. Hör mal, Bruder. An wen sollte ich mich im Kloster wenden, wenn ich etwas brauche, das, nun, das nicht leicht zu beschaffen ist? Was magst du denn beschaffen wollen? Was es auch ist, du solltest es vergessen und dich deinen Gebeten widmen, Bruder. Ich glaube, er ist es. Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Das wäre alles. Ja, ich glaube, Lukas, guck mal hier, Antonius, wir verstehen es doch ganz gut. Ich glaube, du bist es tatsächlich nicht. Ich wüsste gerne, was du über die anderen... So, bla bla bla, jetzt haben wir nämlich schon noch hier Lukas. Was weißt du über Lukas? Schwer, etwas über ihn zu sagen. Wir wissen kaum etwas über ihn, weil er mit niemandem spricht. Er arbeitet, isst, schläft und sonst nichts. Es hat den Anschein, als wolle er es so schnell es geht hinter sich bringen. Mit S meine ich sein Leben. Das ist alles. Ja. Okay. Hast du noch was zu Lukas zu sagen? Was wünschst du, Würdest du mir ein bisschen... Nein. Dann... Danke, ich weiß... Ich wüsste gerne, was du über die... Was kannst du mir über Lukas... Das ist so eine knifflige Sache. Niemand weiß etwas über ihn. Ich habe oft versucht, mit ihm zu reden, aber er ziert sich vor mir wie eine Jungfrau in ihrer Hochzeitsnacht. Mhm. Das wäre alles. Danke. Dann spreche ich nochmal hier mit... Was gibt es, mit Bruder? Joe. Erzähl mir von den anderen Noviten. Was weißt du? Niemand weiß viel über ihn. Ein stiller Junge. Wenn du mich fragst, hat er etwas zu verbergen. Ich an deiner Stelle würde mich von ihm fernhalten. Hast du denn einen Grund, ihn zu verdächtigen? Viele und doch keine. Die Zirkatoren verachten ihn und sie würden gewiss nie jemandem ohne Grund bestrafen. Okay. Wie viel Hunger habe ich denn? Ja. Kann schon was essen. Wenn er nicht Buße tut und sich bessert. Ich will was essen. Die Regula Benedicti, Kapitel 5. Der Gehorsam. Der erste Schritt zur Demut ist Gehorsam ohne Zögern. Kann ich mich nicht setzen und was essen? Derer, denen die Liebe zu Christus über alles geht. Wegen des heiligen Dienstes, den sie gelobt haben. Die muss mich doch setzen und was essen können. Und wegen der Herrlichkeit des ewigen Lebens darf es für sie nach einem Befehl... Nö. Gibt es hier irgendwie einen Trog für mich? Hier kann ich mich setzen. Ja, da gibt es übrigens nichts zu essen, Jungs. Ja, jetzt setze ich an den falschen Tisch.
Kann ich von hier aus was essen? Nein. Dann nennt er sich hier Unfall, weil ich nichts zu essen bekomme. Selbst wenn er den Befehl ausführt, doch keinen Gefallen bei Gott, der das Murren seines Herzens wartet. Wie kann es denn sein, dass ich hier nichts essen kann? Ich will doch noch was essen. Die Regula Benedicti, Kapitel 2. Der Abt. Wer also den Namen Abt annimmt, muss seinen Jüngern in zweifacher Weise als Lehrer vorstellen. Ja. Er mache alles. Egal, komm, was soll's. Mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Ein Geheimnis. Ich suche hier im Kloster nach jemandem. Du suchst nach jemandem? Aber du bist doch Novize, oder? Bin ich. Jedenfalls so lange, bis ich den Mann gefunden habe. Warum suchst du in einem Kloster? Du weißt doch, dass weltliche Gesetze hier nicht gelten. Hier herrscht nur göttliches Recht. Das Gesetz der Kirche. Ich suche einen Schurken, der sich hier im Kloster versteckt hält. Er war am Überfall auf Neuhof beteiligt und hat viele Leben auf dem Gewissen. Verstehe. Ich habe davon gehört. Aber warum erzählst du mir das alles? Weil du mir helfen könntest. Es muss einer der anderen Novizen sein. Das kann nicht sein. Hast du es dem Prior gesagt? Was wirst du mit dem Mann tun, wenn du ihn findest? Erst reden, dann weitersehen. Hast du eine Idee, welcher der Novizen der Betrüger sein könnte, den ich suche? Nein, und ich will nicht darüber nachdenken. Ich wünschte, du hättest mir nichts gesagt. Ich werde nicht mehr ruhig schlafen. Ich glaube, du bist der Mann, den ich suche. Wovon redest du? Das kann nicht dein Ernst sein. Oh doch. Deine Heimlichtuerei, dass du mit niemandem ein Wort wechselst und für dich bleibst. Du hast doch etwas zu verbergen. Aber ich... Du irrst dich. Du machst da einen schrecklichen Fehler. Ich bin nicht der, den du suchst. Bitte, tu mir nicht weh. Ich stellte eine Wache vor meinen Mund. Ich verstummte. Du lügst. Du bist Pius. Und du musst bestraft werden. Heiliger Antonius, hilf mir. Hilfe. Ist denn keiner da? Hilfe! Bruder Gregor ist wahnsinnig! In der Bestrafung der Sünde von bösen Worten lassen. Mag es sich also um noch so gute, heilige und aufbauende Gespräche handeln, vollkommenen Jüngern werde nur selten das Reden erlaubt, wegen warum der Bedeutung der Schweizer. Pass auf, wo du hingehst. Steht doch. Guck mal hier. Pass auf, wo du hingehst. Er haut ab. Warum so in Eile? Hallo? Schön langsam, Bruder. Ist er mal... Geh weg. Ich will nicht mit dir sprechen. Ich habe beunruhigende Dinge über dich gehört, dass du nichts als Lügen erzählst und jemanden suchst. Was hast du zu diesen Anschuldigungen zu sagen? Wer bist du wirklich? Es ist wahr, ich bin nicht der, der ich behaupte zu sein. Ich bin nicht Karl. Er floh und schickte mich an seiner Stadt. Was hat dich dazu bewogen? Geld. Ich war Hals über Kopf verschuldet und das Geld von Herrn Karl hält nun meine Familie über Wasser. Karl wollte um keinen Preis Mönch werden, aber Pater, ich habe hier Frieden gefunden. Lieber hier Gott dienen, als in der Welt da draußen ein Leben voller Sünde fortzuführen. Danke für deine Ehrlichkeit. Da du die Wahrheit gesagt hast, vergebe ich dir deine Täuschung. Verhalte dich vorbildlich und ich verspreche dir, ich werde all das vergessen. Doch sollte jemand aus Herrn Karls Familie einschreiten, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Sache zu regeln. Danke für deine Gnade, Pater. Hey, Lukas, du Schweine, du kommst jetzt her. Kommst du bis sofort her. Achso. Wie, ich missachte meinen Tagesplan? Der Abt muss auf ihre Schwäche Rücksicht nehmen. Die Regula Benedicti, Kapitel 5. Der Gehorsam. Wo ist jetzt Lukas? Da! Geh weg! Ich will nicht mit dir sprechen. Er ist die Haltung derer, denen die Liebe zu Christus über alles gilt. Und jetzt? Ja, ich weiß, dass ich besser keine verpassen sollte, aber ich kann hier nichts essen. Hallo. Ich kann hier nichts essen.
kann mich ja nicht hinsetzen. Er setzt sich nämlich immer hier hin. Da bekomme ich jetzt was gebracht. Ah, Gregor, reden wir. Ich möchte dich etwas über... Langweilig. Ich brauche Futter. Da steht auch was zu essen. Warum kann ich denn das nicht essen? Ich bekomme ja bei Club auch nichts. Ne. Ich bekomme ja nichts gebracht. Darf ich dein Essen haben? Nein. Mann, was soll denn die Scheiße, ey? Kann doch nicht wahr sein. Muss ja irgendwo was essen können hier. So, du bist mein zweiter Verdächtiger. Ich denke, du bist derjenige, den ich suche. Du bist verrückt. Wie kommst du nur darauf? Heilige Pflichten zu vernachlässigen macht mich doch nicht zu einem Schurken. Gerade bist du mein Hauptverdächtiger. Das darf nicht wahr sein. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ist es nicht so? Bist du womöglich verrückt, Gregor? Haut er jetzt auch ab. Eilst du zum Warum so in Eile? Wo ist er? Da hinten. Geh mir aus den Augen, du Ratte. Wer ist es denn jetzt? Achso, er setzt sich einfach woanders hin. Na, so und so. So. Geh mir aus den Augen, du Ratte. What? Vor allem, warum habt ihr alle Löffel dabei? Ich habe keinen Löffel dabei. Soll ich hier was essen ohne Löffel? Ich würde einfach einen gnadenlosen Hungertod sterben, ey. Ah, Gregor. Ich wüsste gerne, was du... Was ist mit Joachim? Stell dich gut mit ihm. Wenn du dir Feindseligkeiten ihm gegenüber anmerken lässt, macht er dir... Er ist ein schleimiger Pedant, der dich sofort bei den Höherrangigen verpetzen würde. Ich schätze, sobald er sein Noviziat beendet hat, will er zumindest zum Circator aufsteigen, damit der andere herumkommandieren kann. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Es gibt keinen, der weniger für das Klosterleben geeignet ist. Du kennst den jungen Herrn Carpon nicht. Ich habe ein paar Dinge gehört. Konstantin muss wie er gewesen sein. Prügeln, saufen und Unzucht treiben. Doch dann landete er hier. Weshalb ist er im Kloster? Das weiß niemand. Vielleicht versteckt er sich vor etwas. Vielleicht wurde er bestraft. Denkst du, er hat ein Geheimnis? Haben wir das nicht alle? Aber im Gegensatz zu den anderen schweigt er wie ein Grab über sein Leben vor dem Kloster. Mehr wollte ich nicht über ihn wissen. Das ist alles. Also Konstantin oder Lukas? Einer von beiden muss es sein. Ich hab euch im Auge. Ich hab dich im Auge. Geh weg. Ich will nicht mit dir sprechen. Pass auf, wo du hingehst. Kacke, ey. Ach, verdammt. So, Werkstatt, die war hier. Oder? Nein. Doch. Ja, du warst die Werkstatt. Ich bin Novize Gregor. Ich weiß. Ich habe dich bei der Zeremonie gesehen. Ich bin Nevlas, der Vorsteher.
Ich kümmere mich um den Klosterbesitz und auch um den Handel mit der Außenwelt. Heißt das, du darfst das Klostergelände verlassen? Nein, ich führe nur Listen und schicke sie nach draußen. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue heute 2 Hahnenschreitränke. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Wo ist der Alchemie-Table? Pass auf, wo du hingehst. Auf jeden Fall soll ich Hahnenschreitränke Turniere. Ja. Hahnenschrei. Moment, hat er nicht gesagt, die Zutaten wären hier in der Truhe? Was gibt es, Bruder? Moment. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht ganz mitbekommen. Braue 2 Hahnenschreitränke. Die Kräuter findest du in der Truhe. Aber die Truhe, die ist verschlossen. Ansonsten gibt es hier keine Truhe. Friede sei mit dir, Bruder. Wie soll ich denn die brauen, wenn ich die Truhe nicht aufkriege? Hallo? Und da ist ja noch eine Truhe. Ah. Okay. Hahnenschrei. Dafür brauche ich einmal Baldrian, 2-mal Minze. Bedeutet dann 2-mal Baldrian, 4-mal Minze. Also Baldrian 2-mal und Minze 4-mal. Sohle. Den Trank des Verderbens brauchen wir besser nicht. So, Hahnschreitrank. Lass mal vorbereiten hier den Bums. Also. Du benötigst Alkohol, 1 Handvoll Baldrian und 2 Handvoll Minze. Zerkleinere die Minze. Ja. Warum kann ich das nicht benutzen? Muss ich erst den Alkohol in das Ding geben? Scheinbar muss das immer der erste Schritt sein. Okidoki. Also, Alkohol ist drin. So, zerkleinere die Minze. Einmal Minze. Und 2-mal Minze. Plupp. Jetzt mörsern. Gut, machst du das. Lass die Minze für 1 Sanduhrdurchlauf kochen. So. Ja, lass die Minze für 1 Sanduhrdurchlauf kochen, gib den Baldrian hinzu und lass alles für 2 Sanduhrdurchläufe kochen. Baldrian dazu. Eine Sanduhr. Und noch eine Sanduhr.
Danach destilliere das Gemisch. Also abfüllen in die Fiole. Und jetzt? Aber ich habe doch jetzt einen Hahnenschreitrank gemacht. Alkohol, eine Handvoll Baldrian und zwei Handvoll Minze. Zerkleinere die Minze, ja. Lass die Minze für einen Sanddurchlauf kochen, ja. Gib den Baldrian hinzu. Und lass für zwei Sanddurchlauf kochen. Und dann abfüllen. Oder hätte ich tatsächlich destillieren müssen? Das macht aber eigentlich keinen Sinn, weil... Unbekannter Trank. Okay. Also normalerweise reicht das, wenn du das abfüllst und nicht hier Destillator benutzt. Aber okay. Dann probiere ich jetzt noch ein Destillat aus. Jawohl, ich habe zwei Hahnschreitränke gebraut. Also man muss das tatsächlich hier mit dem Destillator destillieren. Was komisch ist, weil in anderen Getränken oder in anderen Tränken stand ja auch Destilliere das Gemisch und da hat man es einfach so abfüllen können. Aber gut. Pater, wir haben die Tränke fertig. Ah, Gregor, reden wir. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor, du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Okay. Und jetzt haben wir jetzt Freizeit? Theoretisch. Okay. Ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, das war's für diese Folge. Nächste Folge machen wir hier weiter, stellen weitere Nachforschungen im Kloster an. Und bis dahin, halt die Wurst doch. Ciao. Gott sei mit dir.